Hallo Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 4.8. Hier ist mein obligatorischer Räusperer. Ja, wir müssen hier hochgehen. Hier rum. Wir haben es ja auch gleich geschafft, ist ja nicht mehr so weit. Hier ist es sogar schon. Was ist? Ich spüre nichts. Ah. Ich kann etwas hören. Es wird sehr schnell leiser. Es könnte jeden Moment verschwinden. Eine Stimme. Eine, die ich schon kenne. Spiegelkammer. Was? Wo sind wir? Was für ein Chaos. Moment, könnte das der Ort sein, an dem König Cecil von Baron ein Paladin wurde? Und der Ort, an dem der weise Teller auch die verbotene Meteormagie lernte? Oh, sanfter Weißmagier. Lauter machen hier. Ich verblasse bald. Aber mein Geist wird nie ausgelöscht werden. Meine Söhne haben immer an dich geglaubt. Und jetzt. Diese Stimme. Cecils Vater. Und Vater von allen, die Magie erlernten. Ja, nun? Nichts passiert. Na komm, lass mich doch in Ruhe. Und nun? Hä? Angriff von hinten. Ja, mach mal. Stört mich nicht. Du kannst doch nichts. Du bist so schwach für mich. Ja, gib mir mehr. Seht sie euch an. Wir sind hoffnungslos in Unterzahl. Hätte ich auch so geschafft. Kane! Was? Der Dragoner von Baron. Der, dem Cecil und seine Gruppe vertrauten. Einziger Dragoner-Kommandant von Baron, kein Highwind. Habe ich euch schon zuvor kennengelernt? Ich bin Purum, Weißmagierin von Nusidia. Eine Weißmagierin? Erinnert ihr euch an mich? Ich kam her, um euch zu suchen, auf Befehl unseres Ältesten. Um mich zu suchen? Weshalb? Ich verstehe. Bei diesem Tempo könnte auch Baron schon bald in Gefahr sein. Aber sagt mir, welchen Grund habe ich, euch zu helfen? Was? Baron ist schon seit sehr langer Zeit kein Teil meines Lebens mehr. Das kann doch nicht wahr sein. Bitte? Ihr lügt. Ihr lügt mich und euch selbst an. Liege ich falsch?
Nein. Dann bitte. Gehen wir. Baron wartet. Dragoner Kain hat sich der Formation angeschlossen. Dann gucken wir uns mal ganz kurz an. Der ist schon Level 25. Cool. So, dann wollen wir mal zurückgehen. Aber vorher. Ah, alle wieder geheilt. Sehr nett. So, hier rum. Na komm. Aber wie schnell Kain fertig ist. Ja, und daneben. Zack. Dann nehmen wir Feuerra auf alle. So, der Schwarzmagier regelt das jetzt hier. Da hat doch einer überlebt. Hatte überlebt. Kein Level Up. Schweinerei. So, hier runter. Ja, die Kämpfe nehmen wir jetzt mit. Weil bringen uns ja was. So. Kriegt was Schluck für euch. So. Dass ich nicht mal so oft räuspern muss. Das ist wieder sehr merkwürdig. Kaum. Kaum nehme ich auf. Fängt diese Räusperei ab. Oh, die halten also was aus. Gut, da habe ich kein Feuer gegen die machen. Vielleicht reicht das ja auch so aus. Das habe ich aber auch noch nicht erlebt. Komm, killen. Und wir bekommen ein Item. Und zwar eine Potion. Nur noch kein Level Up. So was. Hier rum. Hier rum. Und hier rein. Yeah. So, dann geht. Ah, schichtlich weiter. Was? Palom. Wir müssen gehen. Ich weiß, ich habe seine Stimme schon gehört. So, und kommen wir zum letzten Part. Dann sind wir hier endlich raus. Aus dem Haus. Runter. So. Das gibt aber jetzt auf jeden Fall ein Level Up. Leute, das kann ja nicht sein. Wird echt wieder Zeit. Greifen wir trotzdem nochmal an. Daneben. Und. Weißmagierin Level 16. Boron 22. Schwarzmagier 16. Eines Ding. So, hier rum. Ja, super. Dann gehen wir mal wieder zurück. Nach. Wie hieß denn die Stadt? Hab ich wieder vergessen. Na.
Ach, Hieronymus war. Nee. Ah, oh, total falsch gelaufen. Ach komm, die schweinigen Priester nehmen wir noch mit. Das gibt noch ein bisschen Geld. Sind wir einfach falsch gelaufen? Kann ja mal passen. Nee, doch richtig gelaufen. Wir müssen hier rum. Ah. Da brauchen wir nur noch ja am Wasser entlang. So, dann speichern wir mal. Und wir nehmen das jetzt auf jeden Fall hier noch mit, was dann passiert. Wie sie hier, genau so ist er lang. Hier passiert. Was? Nein! Kein! Wir kommen zu spät. Du musst den Ältesten finden, schnell! Komm her hier. Boah, one hit. Weiß mal wie. Medica. Ich weiß nicht, Medica. Engel war das. Okay, der steht noch. Ah. Gut ist, dass die Priesterin, also die ein bisschen Erfahrungspunkte mitkriegt. So, benutzen wir Magie. Zwar Vita. So, und dann geht's weiter. Aus der Gebete. Oh nein, durchhalten, durchhalten. Worum der Älteste? Ja. Ja, hier ist er nicht. Gar nicht. Gar nicht. Hm. Sollte der sein? Hier nicht. Ja auch nicht. Ja, bleib mal da. Was? Wie wurde. Das Siegel wurde zerbrochen. Kommen Sie von hier herein? Aber wir nehmen die einfach mit. Feuerbrunst. Ja, das stand uns nicht wirklich. Dann nutzen wir jetzt einfach mal Ritra. Auf alle. Entschuldigung. Ja, dann nehmen wir... auf alle Protoss. Halten wir vielleicht ein bisschen mehr aus. Naja, super. Dann gucken wir mal hier rüber. Ich denke mal, wir müssen. Oh, drei davon. Entschuldigung. So, dann nehmen wir Gemach auf alle. Nein. Doch, kriegen wir noch hin. Dann Vitra auf alle. Die sind auch jetzt mal verlangsamt. Einer ist schon mal weg.
Ah, wir haben ordentlich was in der Hose. Da ist der nächste weg. Dann heilen wir uns nochmal. Hey, kommst du mal in Angriff, komm. So. Hier ist er auch nicht. Was ist denn der Opa? Oh, 4 Stück davon. Daneben. Au, kritisch. Da ist nur einer. Dann halten wir. Weißmagie. Gemach. So, Porom. Na ja, gut, das bringt jetzt nicht mehr wirklich viel. Aber so haben wir wenigstens genüsslich Zeit. Zunge. Oh, der Schwarzmagier schläft. Lalil. Na komm, schlag zu. Level up wäre ganz cool. 1114. Neumond bedeutet Heilritter. Na ja, gut. Hier rein. Ach, cool. Können wir erstmal verkaufen. Dunkelpfeile weg. Mitra weg. Der Heilerstock weg. Ne? Gucken wir mal, ob hier irgendwas. Oh ja, ein Runenreif. Ach, und holen wir uns mal 3. Ne, 2. Genau. Auf jeden Fall auf Porom. Und auch den Schwarzmagier. Der kriegt den Silberreif. Die Weißmagierin den Kronenreif. So. Dann schauen wir mal hier rein. Oh. Ja, die hätte es natürlich auch mal gebracht, aber. Ja. Dann gehen wir raus. Dann kann er ja nur noch im Innen sein. So, gegen 4 Wurzelzwerge. Wir verhalten das ein bisschen mehr aus. Sorry, dass ich jetzt nicht vorgelesen habe, was es da für Verbesserungen oder Veränderungen gibt. Ach, hat schon gereicht. 2300 Tatsache Quetschte, Level 17. Level 17. Schön. Hier ist irgendwie auch gar nichts. Gehen wir mal hier hoch. Nein. Ja klar, hier ist mitten im Angriff und ich lege mich erstmal pennen. Hätte ich gedacht, das ist jetzt nochmal eine Schlacht. Mal hier rein. Ja, 3 Stück sind in Ordnung. Aber er soll irgendwo im Haus der Gebete sein, aber wo? Ich habe ihn nicht gesehen gerade. Na, lauf doch.
Hier ist er nicht. Ja, aber wo ist der? Ah. Oh, hätte man so viel sparen können. Todesauge. Ja, das, ja. <lacht> 154. So ein Schweinepriester. So, da werden wir mal wieder auf die Gruppe zaubern. Auch hier nochmal. Und Angriffssprung machen wir mal. Was das so bringt. Starrer Blick. Und heilen wir uns die Gruppe. Autsch. Ja, aber gut, wir heilen ja sowieso. Und jetzt Engel. Wir brauchen jeden Mana, glaube ich, den wir brauchen, kriegen können. Starrer Blick. Auf keinen. Wer schläft? Engel, nein. Medica. Damit kein wieder fit ist. So, dann wird zwar ein Item. Die Phönixfeder. Weißmagie. Das ist erstmal wieder geheilt wird hier, so ein bisschen. Komm, Digga. Komm, Orko. Das war's dann auch schon mal mit Orko. Na? Keine Wirkung. Ah. Autsch. Auf. Medica. Nein. Engel. Angriff. Das war's. Allerdings hat der Schwarzmagier noch die Erfahrung gekriegt. ...3000 Gil und 1800 Erfahrung. Rom ist aufgestiegen. Blink gelernt. Ältester, Ältester! Ah. Rom, du bist wohlbehalten zurück. Ältester. Die Monster, sie sind über den Teufelsweg gekommen. Was wurde Baron bereits überrannt? Ich fürchte, es ist bereits zu spät. Nein, das darf nicht sein. Wo ist Kain? Gleich hier. Wir stehen wieder unter den Zwillingsmonden. Während wir reden, ist euer Heimatland Baron in die Hände der Monster gefallen. Und dann Mysidia. Sie sind hinter den Kristallen her.
So scheint es. Wer könnte sie hierher schicken? Ich kann es nicht sagen. Ich muss selbst in Baron nachsehen. Elissa, ich komme mal mit nach Baron. Nicht. Kein. Wohin geht ihr? Baron ist mein Heimatland. Ist Rottweiler vielleicht da? So. Musste eben noch ganz kurz was wegpacken. So. Denke, man musste hinterhergehen. Ah. Wer bist du? Selbst wenn ich es dir sagen würde, könntest du es nicht verstehen. Du bist diejenige, die den Teufelsweg geöffnet hat, stimmt's? Ja, um den Kristall zu holen. Holen? Ja. Keine Bewegung, du. So, bin wieder da. Hier bitte schneiden. Ältester! Jene, die nach Macht gieren, dürfen den Kristall niemals in die Hände bekommen. Nie wieder. Ich brauche deine Erlaubnis nicht. Neu. Ich brauche deine Erlaubnis nicht. Mädchen. Mädchen, Mädchen. Du bist für mich wie Sahnetorte. Ich möchte dich mal probieren. Ich weiß, es heißt Schwester, aber das ist ein Mädchen. Ja, das werden wir eh nicht gewinnen können. Ah. Ja, greif mal ein bisschen an. Wie lange soll das denn bitte gehen? Wir machen noch gar keinen Schaden. Beschwören. Ramu! Warum tust du das? Ja, und wenn ihr euch wundert, warum der Part so lange ist, ich werde auch immer längere Parts machen. Ältester. Weil... Nein, ich werde es machen, weil es einfach aus dem Grunde, damit ihr mehr zu sehen habt. Und die Parts nicht zu kurz sind. Elsa, nein! Wie bedeutungslos. Du. Moment.
kein. Ist es das, wonach du suchst? Das ist es, ganz genau. Gehört dir. Moment, kein? Eine kluge Entscheidung. Unter einer Bedingung aber. Was? Ich gebe ihn dir erst, wenn ich zu Ende gebracht habe, wozu ich losgezogen bin. Und was wäre das? Eine Audienz beim König von Baron. Zu welchem Zweck? Um ihn das Leben zu nehmen. Ich werde Cecile eigenhändig töten. Verstanden. Bring die Kristall mit. Kein! Ältester. Palom. Palom. Ja Leute, das war Poroms Geschichte, der verschwundene Mondwal. Na, warum man das den Mondwal unbedingt nennt, weiß nicht, man hat ihn nur ganz kurz einmal gesehen und dann war er auch schon wieder weg. So eine kleine Momentaufnahme vielleicht, aber... Nee. Also ich muss sagen, die Story war wirklich... doof. Also es war bisher die mir am wenigsten Spaß bereitet hat. Weil... ich weiß nicht, so der Mega-Kick hat. Ja, doch, wohl. Nein, das will ich gar nicht mal sagen. Obwohl, doch. So gut waren die gar nicht, aber ich finde, man hätte sie besser machen können. Der Oktopuskampf, der war geil. Aber der Rest, oh, ja, viel Palabla und, ja. So. Naja. Sorry, ich bin ein bisschen verballert heute. Speichern wir. Errungenschaft freigeschaltet bei Steam. Ja, der verschwundene Mondwal. Okay, juhu, Freunde, juhu. Brauch ich. So. Damit haben wir jetzt alle Geschichten durch. Seht ihr hier? Und was passiert hier? Keins Geschichte. Die Rückkehr des Dragonas. Das sehen wir dann aber erst in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich dann, ja, bleibt anständig und sauber. Wir sehen uns dann bei Keins Geschichte.